Nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas, aber auch die Fassungslosigkeit derer, die sich äußern. Der Tod ihres Mannes war nicht bloß ein beherrschendes Thema in den Medien und Gesprächen, sondern ein viel tiefer geschehenes Ereignis, das unsere menschliche Substanz berührt hat. Erst wahre Anteilnahme ermöglicht. Und das macht für mich deutlich, nicht nur Erfolg, nicht nur Leistung, Ruhe, Stabilität und Autorität, nicht nur Fröhlichkeit und positive Hoffnung. In dieses Stadion kommen, an den Ort, an dem er unsere Herzen erobert hat, als Sportler, als Leistungsträger und als Kapitän unserer Mannschaft. Er hat mit seiner Reaktion... Doch es war nicht nur die Leistung, die Robert Enke bei uns so beliebt gemacht hat. Es war der Mensch Robert Enke, sein Charakter, seine Persönlichkeit. Ob als Mannschaftskapitän von Hannover 96 oder im Team von Jogi Löw, Robert Enke hatte nur Freunde. Freunde aufgrund seiner Natürlichkeit, seiner Bescheidenheit und seiner Herzlichkeit. Und darüber hinaus den Respekt aller bis hin zu den Einfluss. Mit Theresa auch an deinem Privatleben teilhaben lassen. An deiner Freude, ich erinnere mich an deine Freude über die Nachricht deiner Berufung in die Nationalmannschaft. Genauso zeigtest du uns aber auch deine Untröst zu deinem und unserem Stadion. Nur ganz wenigen Menschen wird eine derartig hohe Anerkennung zuteil aufgrund ihrer beruflichen Leistungen, ihrer charakterlichen Qualitäten, ihrer menschlichen Wärme. Robert Enke war eine der herausragenden Persönlichkeiten des deutschen Fußballsports. Und dennoch, und darin liegt die Tragödie, hat dir eine heimtückische Krankheit das Herz gebrochen, hat dich auf schreckliche Weise von uns gerissen, aus deiner Familie mit solchen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Es war ein Geschenk, das Robert Enke viel zu kurz. In unserem Herzen wirst du aber immer weiterleben als ein Mensch schönster Erinnerungen. Vielleicht ist dies, liebe Therese, auch ein Trost für Sie und Ihre Familie. Sie waren eine verständnisvolle...
Es gibt die Zeit, die wir brauchen, der Trauer, um dies alles zu verkraften. Die Pressekonferenz am Nachmittag, die großen Besprechungen vor Ihnen, für das, was Sie glauben, für Ihren Mann und ich denke auch für uns, tun zu können. Diese Bilder verändern sich. Ortsweilen gesetzt, gesprochen von Bischöfen der evangelischen Kirche. Der eine am Mittwochabend von Bischof Philipp Hessmann vor Nationalspieler werden können. Denken nicht nur an den Schein, an das, was sich dort zeigt, über die Medien verbreitet. Denken auch an das, was unmenschlich ist, an Zweifel und an Schwäche. Fußball ist nicht alles. Besessene in der Höchstleistung herjagen, wir dürfen uns anstrengen, ja, aber nicht um jeden Siegerpreis. Den werden wir auf Erden nicht empfangen. Wir müssen uns diesen Preis würdig erweisen. Ein wenig mehr nach diesen schlimmen Tagen an die Würde des fordernden Ehrgeiz zu finden. Maß, Balance, Werte wie Fairplay und Respekt sind gefragt. In allen Bereichen des Systems sichtbar. Bei den Funktionären, beim DFB, bei den Verbänden, den Clubs, bei mir, aber auch bei euch, liebe Fans. Ihr könnt unglaublich viel dazu tun, wenn ihr bereit seid, aufzustehen gegen Böses. Wenn ihr bereit seid, euch zu zeigen, wenn Unrecht geschieht. Wenn ihr bereit seid, das Kartell der Tabuisierer und Verschweiger einer Gesellschaft, die ihn soweit nicht menschlich sein kann, zu brechen. Ihr könnt mithelfen mit eurem ganz persönlichen Engagement. Ich denke, so wie ich euch hier in Hannover kennengelernt habe, viele Fans in den Bundesliga-Stadien, aber auch auf den Plätzen des Amateurfußballs kennen. Ein Stück mehr Menschlichkeit, ein Stück mehr Zivilcourage, ein Stück mehr Bekenntnis zur Würde des Menschen, des Nächsten, des Anderen. Das wird Robert Bernd Enke gerichtet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.